Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu Papa zockt an, heute mit Kabinencrew Live Simulator als Demo-Version. Steam Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Schauen wir mal, was die Demo so für uns zu bieten hat. Vielen Dank, dass Sie sich für Kabinencrew Live Simulator Demo entschieden haben. Wir, die Entwickler und ehemaligen Flugbegleiter, fühlen uns geehrt, Ihnen das Erlebnis zu bieten, wie es ist, als Flugbegleiter zu arbeiten. Das finde ich schon immer sehr cool, dass das direkt selbst auch Flugbegleiter dann programmieren, die dann auch wissen, von was sie reden. Wir wissen, dass das Spiel noch viel Raum für Verbesserungen hat, also lassen Sie uns bitte wissen, wenn Sie auf Fehler stoßen. Wenn Sie Freude an Ihrem Erlebnis haben, vergessen Sie nicht, es in Ihre Wunschliste hinzuzufügen und das Spiel zu unterstützen, wenn es veröffentlicht wird. Ja, schauen wir uns das doch direkt mal an. Ich würde aber erst einmal kurz in den Einstellungen die Musiklautstärke runternehmen und jetzt einfach mal ein neues Spiel wagen. Los geht's! Wähle deine Fluggesellschaften. Um deine Karriere als Flugbegleiter zu starten, wähle eine Fluggesellschaft, die zu deinen Fähigkeiten und Erfahrungen passt. Ja, da wir ja nur noch keine Erfahrung haben. Günstige Fluggesellschaften für Anfänger. Entwickel deine Karriere schnell, während du hier arbeitest. Nox Airlines. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Du hast einen neuen Flug. Bitte überprüfe die App. Drücke auf Tab, um dein Tablet zu öffnen. Okay. Überprüfe die Flugmanager-Anwendung. Alles klar. Also, wo fliegt man denn hin? Von Stuttgart nach München. Tor 4, Abflugzeit 22.12 Uhr. Flugnummer 84. Gesamte Passagiere 15. Okay. Verlasse den Raum und gehe zum Flughafen. Was haben wir denn noch alles? Ah, hier können wir das Spiel speichern. Aber ich muss schon sagen, die Maus bewegt sich ziemlich schnell. Das kannst du auch nicht. Nee, kannst du nur noch schneller machen. Das geht ein bisschen zu schnell. Warte mal, ich tu mal kurz die Kamera einschalten. So. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwie im Wege bin. Kleider wechseln. Das können wir uns doch mal anschauen. Okay. Nee, das passt doch schon, oder? Mütze, Haare. Jacket. Nee, Socken, das sieht... Nee, das sieht nicht gut aus. Blaue Uniform. Nee, hä? Okay. Ist keine 18er Version. Also ziehen wir dich wieder an. So, fertig. Der zensierte Modus wird außerhalb dieses Raumes nicht verfügbar sein. Bist du sicher, dass du das anziehen möchtest? Ja, möchte ich. Verlasse den Raum und gehe zum Flughafen. Was haben wir denn hier noch? Ah, gehen wir uns duschen. Aha. Auf Toilette gehen. Aber ziemlich sparsam eingerichtet, ne? Können wir uns noch mal im Spiegel angucken? Nee. Na gut, da verlassen wir mal den Raum hier. Wähle dein Ziel. Was haben wir denn hier? Nachtclub? Und Casino. Ah, das ist ja, kannst du deine verdiente Kohle verzocken, ja? Ist ja auch nicht schlecht. Okay, wir gehen aber erstmal zum Flughafen. So. Oh. Ah, okay. Nox Airlines. Und da hat uns praktisch die Fluggesellschaft jetzt abgeholt und hierher gebracht. Okay. Na, dann gehen wir mal rein hier. Stuttgart Airport. Gehe zum Abflugbereich, checke am Mikroscanner ein, finde das Abflugtor und steige ins Flugzeug, um zu arbeiten. Okay. Ist aber ziemlich ruhig hier, ne, vom Flughafen. Ich
Gehe zum Abflugbereich. Okay, das ist ja dann bestimmt. Das ist ja dann bestimmt. Hier oben. Okay, wo geht's denn hier noch lang? Nee. Warum ist der Pfeil hier unten? Genau, da müsste doch... Das haben sie... Das ist ein bisschen komisch, die Anzeige, ne? Ich habe erst gedacht, unten musste dann irgendwie einchecken, aber das ist ja hier oben. Okay, Check-in, Crew. So ist das ja schon nicht schlecht gemacht. Wo geht's denn hier noch hin? Okay, dann checken wir mal ein, komm. Hallo, Officer. Alles klar? Okay, alles klar, mach's gut. Ich mach mal los, hä? Piep. Hä? Was ist mit dir? Alles klar. Gut. Nachdem wir das geschafft haben, findet das Abflugtor und steige ins Flugzeug, um zu arbeiten. Mhm. Lounges und Toiletten. Kann man auf Toiletten gehen? Geht das? Wir sind ja eigentlich... Müssten wir ja hier... Nee. Okay. Ja. Gate 4, das sind wir doch. Ich gehe schon mal rein, hä? Überprüfe die Notfallausrüstung. Das ist schon mal cool. Flugzeugtür. Diese Türen sind mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um die Sicherheit der Passagiere und die ordnungsgemäße Funktionalität zu gewährleisten. Im Falle eines Notfalls wird die Tür geöffnet, ohne sie zu deaktivieren, um die Notfallrutsche auszulösen. Tür öffnen. Deaktivieren Sie die Tür und überprüfen Sie die Anzeige, um zu bestätigen, dass die Tür deaktiviert ist. Drehen, drücken Sie den Türgriff, um die Tür zu entriegeln. Drücken Sie die Tür nach außen, bis sie vollständig geöffnet ist. Tür schließen. Ziehen Sie die Tür nach innen zur Kabine. Drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, um die Tür zu verriegeln. Aktivieren Sie die Tür bei Bedarf. Bewegen Sie den Schieberegler in die Aktivierungsposition. So. Und dann hier verriegeln, okay. Entriegeln und wieder aufmachen. Ja, das ist ja der Notsitz. Ach, da ist dann für uns, ja. Genau, was haben wir denn hier alles? Was ist denn das? Ein Schlangenstock. Wow. Genau, Erste-Hilfe-Kasten. Den haben wir überprüft, okay. Was noch? Feuerlöscher. Hier. Check, okay. Was ist das? Atemschutzgerät. Müssen wir bestimmt auch checken. Check. Megafon. Nee. Servierwagen. Ein Fluggesellschaftsservierwagen, auch bekannt als Cateringwagen, ist ein kleiner Servierwagen, der von einer Fluggesellschaft bereitgestellt wird, um von Flugbegleitern im Flugzeug verwendet zu werden, um Getränke, Fluggesellschaftsmahlzeiten und andere andere Gegenstände während eines Fluges zu transportieren. So verwenden Sie den Bordservice. Schritt 1. Stellen Sie die oberste Schublade auf den
Wagen. Dieser enthält die Tee-Kaffeekanne, Servietten, Pappbecher und so weiter. Schritt 2, bewegen Sie den Wagen zum Ausgangspunkt des Ganges. Der Wagen wird automatisch an den Gang angeschlossen. Schritt 3, bedienen Sie Ihre Passagiere gemäß Ihren Bestellungen. Schritt 4, wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Wagen zurück zum Anfang des Ganges, tragen Sie ihn dann und stellen ihn wieder in den Schrank. Okay. Aber wir haben ja noch eine Notfallausrüstung zu prüfen erstmal. Naja, vielleicht weiter hinten. Ja. Okay, tragbare Sauerstoffflasche. Ja, Megafon. Check. Okay, da haben wir doch alles. Hier hinten kommst du nicht raus, ne? Nee. Okay, steht zwar da, dass es nur für die Crew ist, aber ich darf da nicht hin. Ich gehöre nicht mit zur Crew. Öffne die Flugzeugtür auf der rechten Seite und geh zum Catering-Fahrzeug. Lade alle notwendigen Schubladen in das Kabinenfach. So, und was ist das hier oben noch? Okay. Irgendwelche Tücher. Okay, was brauchen wir denn jetzt alles? Okay, da stellen wir den daneben und na, gucken wir erst einmal, was mal Catering-Fahrzeug. Okay. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten hat die Fluggesellschaft derzeit kein Catering-Personal. Daher bitten wir Sie, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Sie finden hier die notwendigen Gegenstände für den Flug. Dies ist auch Ihr Lager, wo die Waren, die Sie auf dem Markt gekauft haben, aufbewahrt werden. Laden Sie immer zuerst die wesentlichen Schubladen in das Flugzeug. Okay, was sind hier die wesentlichen Schubladen? Also du kannst dann selber Sachen dann einkaufen und dann an die Passagiere wieder verkaufen, ha? Verdienst somit deine Kohle sozusagen. Okay, ja, ich würde mal sagen Pappbecher, ne? Die kommen hier rein, okay. Ich glaube, die Tücher, die kommen doch hier. Richtig, die kommen hier rein. Wie gesagt, die Steuerung ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was braucht man noch? Toppercard. Okay, der kommt dann hier oben drauf. So, was noch? Icecard. So. Soll das dann mit hier unten rein? Bestätige das Bordmenü in der Flugmanagement-Anwendung. Warte mal, Flugmanagement-Anwendung. Bordmenü. Also Kaffee, Tee, was haben wir denn hier? Solche Sachen, was ist das? Keine Ahnung. Und Verschiedenes. Okay. Was braucht man dann noch? Das hier normalerweise, ne? Das stand doch mit in dem Menü drin. Eis tust du doch nicht mit in den Wagen rein. Was haben wir denn hier noch? Ach, der Mülleimer, okay. Na, ich hol das Ding erstmal her. Das tust du doch nicht mit. Das schmilzt doch. Ah, okay.
Tun wir das hier mit rein? Was brauchen wir da noch? Nehmen wir alles mit oder was? Belgische Schokolade. Aber das steht ja nicht mit hier im Menü drin. Lass mal öffnen. Nimm jetzt mal belgische Schokolade. Du kannst doch mal probieren. Und die Getränke, die tun wir da rein, wo es Eis ist. Damit die schön kühl bleiben. So, immer Cola oder was das ist. Und dann immer das hier. Soda. Okay. Belgische Schokolade. Können wir auch nochmal mitnehmen. Du musst die mit hier in den Wagen rein. Geht das? Ah. Bestätige das Bordmenü in der Flugmanagement-Anwendung. Also wir hatten ja gesagt, Bordmenü. Wirtschaftsklasse. Geschäfts... Ach so, ja. Ist ein bisschen die Übersetzung, ne? Kaffee, Tee. Das hat man mitgenommen. Was das hier unten ist. Verschiedenes, keine Ahnung. Souvenirs, verschiedenes, Mahlzeiten. Ja, wir könnten ja... Getränke haben wir, aber da müssten wir ja dann nachher immer wieder zurücklatschen, ne? Getränke. Aber warte mal, wir haben doch einmal Soda mit, einmal Cola und... Ach nee, du kannst nur ein Getränk anbieten. Ach so. Mahlzeit. Wir hatten belgische Schokolade. Kann man das auch noch? Ach, du kannst immer nur drei, ja? Na, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Menü bestätigen, okay. Boarding-Aufgaben. Öffne die Flugmanagement-App und drücke Boarding. Warte, bis alle Passagiere ins Flugzeug einsteigen. Bereite Kaffee und Tee vor, während du auf die Passagiere wartest. Stelle sicher, dass die Türen geschlossen und aktiviert sind. Okay. Warte, bis die Passagiere Flugzeug einsteigen. Okay, dann machen wir jetzt alle Türen mal zu. Kommen die jetzt? Ist die Tür jetzt zu? Jetzt. Auf die Gäste warten. Da kommt rein. Warte, bis alle Passagiere einsteigen. So, also wie machen wir jetzt? Bereite Kaffee und Tee vor. Dann werden wir sicherlich erst einmal einschalten müssen, hä? Brauen geht nicht. Warum geht das nicht? Was ist denn das für eine Verriegelung? Ah, jetzt alles klar. Okay. Warte, bis alle Passagiere ein... Ich stelle sicher, dass die... Okay. Hallo, herzlich willkommen an Bord der Vehemenz. Waren sie das alle? Okay. Dann machen wir mal alles zu hier, ne? Zack. Okay, ich stelle es... Passengers, this is your captain speaking.
We have received clearance and are ready for takeoff. Please ensure that your seatbelts are securely fastened, your tray tables are stowed, and your electronic devices are turned off or set to airplane mode. The cabin crew will now perform a final safety check before we begin our ascent. We anticipate a smooth and enjoyable flight today, and we'll update you on our progress and arrival time as we continue our journey. Thank you for flying with us. Okay. Die Boarding-Crew macht jetzt meinen Sicherheitscheck. Was hat denn jetzt gebiept hier? Ach, das ist wohl fertig jetzt, hä? Huh? Okay. Sicherheitsgurte. Der hat Sicherheitsgurt. Aber den Tisch musst du nach oben machen. Moment. Es ist das hier. Gut. Sicherheitsgurt, Ma'am. Du hast einen Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt, bitte. Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt und den Tisch bitte. Normalfall machen das doch irgendwie die Passagiere selber, oder? Du bist angeschnallt, du musst dich noch anschnallen. Also die paar Leute machen schon einen ganz schönen Lärm. So, bei dir ist alles okay. Hier noch anschnallen und nach oben bitte. Okay, noch irgendwas? Rücklehnen in einer aufrechten Position. So. Okay. Cabin crew, prepare for takeoff. Alles klar, ich denke, wir haben jetzt alles. Geh zum Flugbegleitersitz und setz dich. Bleib während des Starts sitzen. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt fliegt man nach München. Ach guck, ich hab $150. Na, mal sehen, was wir da noch alles verkaufen können. Aber man kann jetzt nicht rausgucken, ne? Das ist schade. Es rumpelt ein bisschen ganz schön, ne? Ich kann aber mal ein bisschen... das mal insgesamt mal noch ein bisschen runternehmen hier. So. Okay, sind wir denn nun schon... Servierwagen vorbereiten. Stelle den. Ladies and gentlemen, we would like to inform you about the food and beverage service on this flight. We are currently in the process of serving meals. Throughout the flight, you will have the opportunity to enjoy a selection of special dishes and a variety of beverages. We invite you to check the menu provided in the seat pocket in front of you. To serve you better, please let us know your choice when we approach your row. Please relax and get ready for your meal. If you have any special requests or need assistance, please don't hesitate to call a cabin crew. Thank you for flying with us, and we wish you a pleasant meal. Okay, dann brauchen wir die Pappbecher noch. Ah, okay. Servietten.
Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir, genau, das ist ja auch mit kostenlos. Das werden sie bestimmt öfters. Dann haben wir hier unsere belgische Schokolade. Die Schokolade. Und dann hatten wir ja noch, aber das werden wir unten nicht reinkriegen, ne? Die Cola hat, glaube ich, ne? Nee. Okay, die muss ich dann... einzeln holen wahrscheinlich. Stelle den Wagen in die Ausgangsposition, lege die oberste Schublade auf den Wagen, das haben wir gemacht. Lege Servietten, Pappbecher, Kaffeekanne und Teekanne in die oberste Schublade. Lege die notwendigen Schubladen in den Wagen. Wenn du bereit bist, drücke Service in der Flugmanagement-Anwendung. Jetzt müssen wir das anheben und hier. Okay, und jetzt Service in der Flugmanagement-Anwendung. Bordservice. Okay. Ach so, okay. Den schieben wir einfach. Okay, ganz hier hinten. Was kann ich für Sie tun, Sir? Einmal Tee. Dann nehmen wir mal einen Becher und... That's fine. Das, ja, alles klar. Wer ist der Nächste? Sie, Ma'am? Tee und Schokolade. Einmal Tee. So. Und was war das? Die Schokolade noch. Nee. That's absolutely right. Was haben wir hier? Hier, okay. Ach, die Welt auch noch nicht so. I'm glad. Okay. Warte, Cola. Kriegst du sofort? Gut. Gut. Alles klar. Was? That's absolutely right. So, jawohl, Cola kriegst du noch, warte. Verdienen wir. Is exactly what I was looking for. Yep. Was haben wir hier? Ein Kaffee, bitte? Das ordnet ja jetzt langsam aus. Okay, also, was willst du haben? Was ist denn das? Ach, du willst eine Serviette haben? That's fine. Das und... Good. Das und eine Cola. Aber da verdienen wir jetzt nicht, ne? Ich sehe jetzt nicht. Nice. Ja, nice, ne? Cola und Schokolade. Ach, Quatsch. Hier. Und ein Tee. Ach, das war Kaffee. Scheiße. Will jemand einen Kaffee haben hier? It's excellent. Warte, du kriegst noch. Hä? Ja. Einmal Tee. So. Irgendjemand? Ich glaube, wir haben uns dort zu viel eingeladen, oder? Wo kann ich denn das Ding wegschmeißen? Was willst du jetzt, Kaffee? That's right. It's fine. Yep. Noch jemand?
Nee, wir scheinen jetzt hier mit allen. Also ich denke, dass mit der Stelle den Wagen am Anfang bediene deine Passagiere, bis die Zeit läuft, verstaue den Wagen und die Schubladen an der richtigen Stelle, warte, bis die Passagiere ihre Mahlzeiten beendet haben. Okay, jetzt machen wir das hier zu. Zu. Zack. Kann man den nicht... Boah. Stelle den Wagen am Anfang, bediene deine Passagiere, verstaue den Wagen und die Schubladen an der richtigen Stelle. Warte, bis die Passagiere ihre Mahlzeit beendet haben. Aber hier macht doch jemand einen Lärm. Wer macht... Du hier. So. Jetzt ist Ruhe hier. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, okay. Zack. Hole den Mülleimer aus dem Schrank, sammle den Müll von den Passagieren ein. Okay. Hast du Müll? Also die Steuerung ist ein bisschen sehr schnell und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen hagelig. Aber ich denke, das kann man dann noch alles irgendwie noch ändern. Wah. Seht ihr, was ich meine? So. So. Noch irgendjemand? Hier. Okay. Stelle den Mülleimer wieder in den Schrank und zumachen. Wir haben doch aber noch... Die Sachen können wir doch noch ein... So. Zumachen. Der Teapot. So, was müssen wir noch... Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Ja. Ah, sorry. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Beginning our descent and we'll be landing shortly. Okay. Sure that your seatbelts are securely fastened, your tray tables are stowed away, and your electronic devices are switched off or in airplane mode. If you are seated next to a window, please lower your window shade for landing. We will be dimming the cabin lights for landing as well. If you need some light, there is a reading light above your seat. On behalf of the entire crew, thank you for choosing to fly with us today. We wish you a safe and enjoyable onward journey. Thank you and good day. Alles klar, da gucken wir es uns direkt mal an. Also, das nach oben und bist du angegurtet? Ja. Sitze aufrechte Position und dann bitte das Fenster nach oben. Das hier. Genau. Wahrscheinlich damit, wenn du abstürzt, damit du auch siehst, wann du aufschlägst. Das ist hier oben. Ja, genau. Und bist du angeschnallt? Du bist angeschnallt. Tisch nach oben, bitte. Angeschnallt. Tisch hoch. Tisch hoch und anschnallen, bitte. Und Fenster hoch. Sind die Sitze auch hier? Ja, die Sitze sind okay. So, was ist mit dir? Tisch hoch, Fenster auf.
bist du angeschnallt und Fenster auf. Das ist schon ein bisschen Hektik hier, ne? Okay, und Fenster auf. Anschnallen bitte. Okay, haben wir jetzt alles? Jalousien sind offen, die Sitze sind auch in der richtigen Position. Und jetzt müsste ich mich ja einfach nur hinsetzen, oder? Cabin Crew, please prepare for landing. Stehe auf, wenn du die Landebenachrichtigung hörst, stelle angemessene Ankündigungen vor der Ankunft bereit. Okay. Landen wir jetzt, oder was? Ja, es klappert. Also landen wir auch, okay. Schade, dass man das nicht irgendwie sieht, wenn man landet, ne? Wenn ich jetzt aufstehe, geht das? Nee. Dann müssen wir jetzt so lange warten, bis... Jetzt. Das klingt jetzt so, als wären wir gelandet. Gentlemen, this is your cabin crew speaking. We have safely landed at our destination. Now, the weather is cloudy with a temperature of 15 degrees Celsius. Please ensure that your seatbelt is securely fastened and your seat back and tray table are in their upright and locked positions. We kindly ask that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop at the gate and the seatbelt sign has been turned off. On behalf of the entire crew, thank you for choosing to fly with us today. We wish you a safe and enjoyable onward journey. Thank you and good day. Okay, öffne die Ärmeltür, nachdem das Flugzeug gestoppt wurde. Drücke auf Taxi überspringen, wenn du möchtest. Aha, wo ist denn das Taxi überspringen? Hier. Ach, wir sind jetzt... Ja, wir sind jetzt noch nicht... Stehen wir schon? Lass mich mal aus dem Fenster gucken. Das sieht man nicht. Taxi überspringen. Okay. Warte mal, ich hab doch jetzt irgendwie... Die Musik. Okay. Ist vielleicht noch ein bisschen verbuggt hier. Ich habe die Musik ja ausgestellt. Also kannst du mit dem Taxi überspringen, da bist du dann gleich an Ort und Stelle hier. Sonst fliegt das, sonst rollt das Flugzeug ja noch bis zu seinen endgültigen Parkposition, aber wenn du Taxi überspringen drückst, dann bist du gleich da. Das ist schon immer ganz gut. Okay, habe ich jetzt alles erledigt? Ja, das war mein erster Tag als Stewardess. Ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Ich glaube, ich habe mir dann bloß halt ein bisschen zu viel in den Wagen getan. Weil verdient haben wir ja eh nicht, ne? Wir haben zwar dann einen Haufen Rennerei gehabt, aber wir sind ja bei $150 geblieben. Auf jeden Fall finde ich das Spiel super, super cool, weil es mal ein bisschen ein anderes Spiel ist, als wie die anderen Simulatoren. Da gibt's ja Tod und Teufel.
an Simulatoren, aber kann man jetzt hier wieder rein? Ah ne, okay. Na, dann machen wir mal wieder zu hier, bevor einer rausfällt. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wenn das Spiel dann da ist. Im Augenblick, wie gesagt, nur eine Demo. Und wir können ja eigentlich rausgehen, ne? Es ist aber auf Steam schon angekündigt, dass es bald soweit sein soll. Da werde ich mir das bestimmt mal anschauen. Vielleicht auch mal ein eigenes Let's Play machen, mal schauen. Wird auf jeden Fall cool. Okay, was haben wir hier? Der Flug ist sicher gelandet. Okay, jetzt sind wir in München. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, die Demo von Cabin Crew Live Simulator zu erleben. Wir haben viele weitere Updates für die Early Access Version geplant, wie zum Beispiel Ticketkontrolle, besondere Events, das Verhalten der Crewmitglieder, eine Lounge im Flugzeug sowie eine Vielzahl großer Flugzeuge und Flughäfen auf der ganzen Welt. Wow. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Zeit und haben durch dieses Spiel mehr Einblick in das Leben einer Flugbegleiterin oder eines Flugbegleiters gewonnen. Vergessen Sie nicht, dem Spiel zu folgen und keine Updates zu verpassen. Und wenn Ihnen dieses Erlebnis gefallen hat, würden wir uns sehr über Ihre Unterstützung freuen, indem Sie es in Ihrer Wunschliste hinzufügen und es kaufen, sobald es offiziell veröffentlicht wird. Bis zu den nächsten Flügen. Ja, also das werde ich sicherlich auch auf jeden Fall machen. Also cool ist es schon. Am Anfang ein bisschen Rennerei, du musst dich sehr dran gewöhnen. Auch die Steuerung ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, aber letzten Endes ist eine coole Sache. Ich will nicht wissen, wenn du dann so ein riesen Flugzeug hast mit, keine Ahnung, 120 Leuten und du rennst dann rum und musst dann noch was Kaffee ausschenken. Naja, okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.